Heute sollen die internationalen Verhandlungen über ein erstes Abkommen zur Reduzierung von Plastikmüll zum Abschluss gebracht werden. In Südkorea geht eine Konferenz dazu zu Ende. Allerdings sind sich die etwa 170 Teilnehmerstaaten weiterhin nicht einig. Dabei ist Plastikverschmutzung weltweit ein immer drängenderes Problem. Auf Bali in Indonesien zum Beispiel werden jedes Jahr 300.000 Tonnen Plastik an die Strände geschwemmt. 140 Müllsäcke müssen Levi, Neno und Putu Adi in ihrer Schicht einsammeln. Bali hat ein Müllproblem. Und eine flächendeckende Müllabfuhr gibt es nicht. Sie arbeiten für eine private Firma, die auch mit Geld aus Deutschland unterstützt wird. Ihre Kunden wollen den Müll nachhaltig entsorgen. Wie viele? Normalerweise holen wir den Müll in Villen ab. Ja, Villen, Privatschulen, private Kitas und in Haushalten. Die meisten Kunden sind Ausländer. Auf Bali wird das weltweite Problem mit Plastikmüll immer wieder besonders stark sichtbar. Die Wellen spülen bei Westwind regelmäßig Dutzende Tonnen Plastikmüll an den Strand. In ihrem Büro sammelt Murasireger Plastikspielzeug. Gefunden als Müll in der Natur. Sortiert nach Farben. Sie arbeitet für eine Nichtregierungsorganisation, die das Müllproblem auf Bali angehen möchte. Mehrere private Müllinitiativen gibt es schon. Doch es bleibt ein Problem. Die recyceln den unterschiedlichen Plastikmüll, zum Beispiel die Plastikdeckel. Die haben einen Wert. Aber das billige, dreckige Plastik, damit will niemand was zu tun haben. Das ist das Problem hier auf Bali. Dieses dreckige Plastik landet auch in den Müllsäcken der privaten Müllabfuhr Eco Bali. Levi Neno und Putu Ado sammeln die Säcke ein. Als nächstes wird der Müll sorgfältig getrennt. 30 unterschiedliche Preiskategorien für Plastikmüll gibt es. Eco Bali verkauft den Müll. Übrig bleibt das wertlose Plastik. Wie diese Etiketten. Das sind die Mehrschichtverpackungen. Zum Beispiel Labels, Tüten für so kleine Portionsverpackungen. Wir haben davon ziemlich viele hier. Mehrschichtverpackungen können einfach nicht recycelt werden. Wenn sie nicht in der Natur landen, dann hier. Die größte Müllkippe Balis. Ein YouTube-Video zeigt eindrücklich die abschreckenden Müllberge. Das Berliner Startup CleanHub wirbt damit, das Problem mit dem dreckigen Einmalplastik zu ändern. Das System von CleanHub? Geld vermitteln an private Müllinitiativen. Das System heißt Plastikzertifikate-Plattform. Mehrere deutsche Unternehmen kaufen diese Plastikzertifikate. Darunter die Drogeriekette DM. Wer die Sonnencreme der Eigenmarke Sundance kauft, unterstützt die Müllsammlung von dreckigem, nicht recycelbarem Plastik auf Bali. Da geht es darum, dass pro verkauftem Produkt eine gewisse Menge Kunststoff gesammelt wird. Also dass ein Teil vom Umsatz in die Sammlung geht, um Systeme aufzubauen, dass weniger Müll in die Meere geht. Statt auf die Mülldeponien geht das dreckige Plastik jetzt in eine Zementfabrik. Durch dieses Plastikzertifikatsystem helfen sie uns, mehr davon einzusammeln und das dann an die Zementfabrik zu schicken. Sie subventionieren die Arbeit damit und die Transportkosten. Auch Dextro Energy und der Gesichtsmaskenhersteller Schäbens kaufen Plastikzertifikate über CleanHub. Das Hundefutterunternehmen VecDog wirbt sogar mit dem Banner Plastikneutral. 4000 Kilo Plastik sei schon gesammelt und durch CleanHub getrackt worden. Als würde die Müllverbrennung auf Bali rechtfertigen, in Deutschland mehr Plastik zu produzieren. VecDog und CleanHub nehmen Abstand von dem Vorwurf des Greenwashings mit dem Begriff Plastikneutralität. Ich wollte niemanden täuschen. Ja? Für mich geht es da immer um die reine Balance. Ich sage nicht, dadurch, dass ich auf der einen Seite was in Umlauf bringe und irgendwo was rausnehme, entsteht kein Schaden mehr. Dass es kein Problem mehr gibt. Das Label Plastikneutral, das würde CleanHub ab jetzt nicht mehr verkaufen. Das teilt der Geschäftsführer nach dem Interview mit. Solche Plastikzertifikatesysteme könnten bald eine größere Rolle spielen. Die UN-Staaten verhandeln beim Plastikgipfel in Südkorea ein globales Abkommen.
Zwei Lager stehen sich gegenüber. Die einen wollen weniger Plastikproduktion. Viele Ölstaaten aber blockieren. Sie wollen bessere Müllsammelsysteme festhalten, etwa durch Plastikzertifikate. Jede Initiative zählt, um die Plastikvermüllung einzudämmen. Es ist wunderbar, wenn EcoBali Müll aus Haushalten oder von Firmen einsammelt. Aber das ist doch nicht das Hauptproblem, den Müll wieder einzusammeln. Sondern es geht doch darum, das Einmalplastik zu minimieren. Das muss von oben kommen, von denen, die Macht haben, Nein zu Einmalplastik zu sagen. Das ist das, was wir brauchen. Ansonsten wischen wir die ganze Zeit nur dem Wasser von einem ewig tropfenden Wasserhahn hinterher. Plastikzertifikate machen die Strände auf Bali langfristig nicht frei von Plastikmüll. Sie bleiben ein Tropfen auf den heißen Stein. Prognosen befürchten, dass sich die Menge an Plastik bis 2050 verdreifachen könnte. Wirklich effektiv wäre laut Wissenschaft nur die Reduktion der Plastikproduktion weltweit. Und das Problem betrifft nicht nur Bali und deshalb die Konferenz in Busan in Südkorea. Unser Korrespondent Ulrich Mentgen in Tokio hat einen Blick darauf. Ulrich, kennen Sie den aktuellen Stand der Verhandlungen? Es zeichnet sich ab, dass diese Konferenz in Busan in Südkorea immer mehr zu einem Wettlauf mit der Zeit wird. Denn heute ist ja eigentlich der letzte Tag dieser fünften und entscheidenden Verhandlungsrunde. Und bisher liegt noch keine Einigung auf dem Tisch. Die Verhandlungsleitung hat heute noch mal ein neues Papier veröffentlicht, auf dessen Grundlage jetzt noch einmal gesprochen wird. Aber diese Gespräche, die werden sich wahrscheinlich noch bis tief in die Nacht, vielleicht sogar bis morgen früh hinziehen. Und die Positionen liegen nach wie vor sehr weit auseinander. Es gibt innerhalb der verhandelnden Länder eine sogenannte High Ambition Coalition, also eine Koalition mit der Länder mit großen Ambitionen, was die Verringerung von Plastikmüll betrifft. Was würden diese Länder denn gerne durchsetzen? Ja, in der Tat, dass es sozusagen die Koalition der Willigen bei diesem Plastikmüllgipfel in Südkorea. Die zielen vor allem auf eines ab. Sie sind der Meinung, dass eine verbesserte Abfallwirtschaft nicht ausreichend sein wird, sondern dass die Produktion von Plastik zurückgefahren werden muss, und zwar weltweit. Man muss sich ja vorstellen, seit dem Jahr 2000 hat sich die Plastikproduktion auf der Welt bereits verdoppelt. Heute werden jedes Jahr etwa 400 Millionen Tonnen Plastik in die Welt sozusagen ausgeschüttet. Und nur ein geringer Teil davon wird überhaupt recycelt. Ein ganz großer Teil wird überhaupt nicht fachgerecht entsorgt. Und diese Staaten der hochambitionierten Koalition, wenn man sie so nennen mag, die sind eben der Meinung, dass es darauf ankommt, dass es Einschnitte bei der Produktion geben muss. Also salopp gesagt, nur das Einsammeln von Plastikmüll überall auf der Welt, das reicht nicht. So bekommt man das Problem nicht in den Griff, sondern da muss der Hahn quasi ein Stück weit zugedreht werden, damit es insgesamt weniger Plastik auf der Welt gibt. Ja, und wenn man über den Plastikhahn nachdenkt, dann spricht man automatisch über den Ölhahn, denn zur Herstellung von Plastik benötigt man Öl. Da wundert es nicht, dass vor allem ölproduzierende Staaten als Verhinderer auf der Konferenz auftreten. Wie würden denn diese Länder gerne das Plastikmüllproblem lösen? Also grundsätzlich muss man sich mal vor Augen halten, also die sind bei diesen Gesprächen dabei. Das ist ja schon mal ganz gut. Die sind allerdings der Meinung, dass man hier über die Reinigung der Meere vor allem sprechen sollte, dass man zusehen sollte, wie man den Plastikmüll aus der See wieder herausgefischt bekommt und dass es dazu Hilfen für ärmere Länder geben muss von Seiten der hochindustrialisierten Staaten, um dafür zu sorgen, dass diese ärmeren Länder eben auch eine funktionierende, flächendeckende Müllabfuhr aufbauen können, dass dann nicht überall der Plastikmüll einfach nur in der Natur oder im Wasser letztlich landet, sondern dass man zusehen muss, dass man ein Recycling, dass man Mülltrennung und dass man Abfallwirtschaft weltweit verbessert. Um es noch mal ganz konkret zu sagen, welche Länder drängen denn am stärksten auf eine Lösung des Plastikmüllproblems?
Das sind, und das ist auch eine positive Meldung von dieser Konferenz, sehr viele Staaten. Weit mehr als 100 Staaten auf dieser Konferenz befürworten ein starkes Abfall-Plastikmüll-Abkommen. Und dieses Abkommen sieht eben vor, dass es auch Produktionsbeschränkungen geben soll. So stellen die sich das zumindest vor. Und heute zum Beispiel bei einer Konferenz, heute Morgen, sind Staaten aufgetreten, die man sonst eher nicht so in erster Reihe auf der internationalen Bühne wahrnimmt. Da ist zum Beispiel Panama, dessen Vertreter sehr stark für ein weitreichendes Abfallkommen eintritt. Oder auch die Fidschi-Inseln, deren Vertreter heute gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall weiter verhandeln, bis hier ein weitreichendes Abkommen erreicht wird. Oder auch Mexiko. Also da sind Staaten aus allen Kontinenten der Erde dabei. Auch die Europäische Union ist dabei, aber auch afrikanische Staaten. Man kann sagen, wenn es nach Mehrheitsverhältnissen geht, die überwältigende Mehrheit der Staaten auf der Welt ist für ein weitreichendes Abkommen zur Eindämmung der Plastikmüllflut. Die Situation ist ernst. Inzwischen enthält fast jeder Teil unseres Körpers Plastik, was durch die hormonelle Wirkung zu Übergewicht, Allergien und Krebs führen kann. Angesichts der Ernsthaftigkeit der Lage, zu welchem Ergebnis wird die Konferenz heute am Ende wohl kommen? Tja, man muss wohl sagen, das vermag im Moment niemand zu beurteilen. Das Ergebnis ist vollkommen unklar. Es ist alles möglich. Es ist möglich, dass man sich heute noch auf ein Abkommen einigt. Dann ist allerdings die Frage, wie weitreichend kann das sein? Oder ist das vielleicht am Ende nur ein verwässerter Kompromiss, um einfach alle an Bord zu haben? Oder wird es vielleicht sogar dazu kommen, dass die Zahl der Staaten, die eben eine weitreichende Regelung befürworten, ein eigenes Abkommen aufs Gleis geben. Das würde allerdings bedeuten, dass dann eben, sagen wir mal, mit Gewohnheiten der Vereinten Nationen gebrochen würde, denn dort wird normalerweise im Konsens entschieden. Hier zeichnet sich aber bisher noch kein Konsens ab und deswegen ist es eben am Ende auch gut möglich, dass diese Konferenz vielleicht ohne Ergebnis auseinandergeht, dann besteht aber immerhin noch die Hoffnung, dass weiter verhandelt wird, dass also entgegen der ursprünglichen Planung vielleicht doch noch weiter darüber gesprochen wird, wie ein weitergehendes Abkommen erzielt werden kann. Vielen Dank für diese Information und Einschätzung. Ulrich Mentgen aus Tokio.